Dank. Vielen Dank. Herrliches Wetter hier in Malsch im Biergarten. Alle könnten theoretisch am Badesee sein, aber nein, sie sind hier im Biergarten in Malsch, mitten im Zentrum, zum zweiten KSC-Kneipentalk in dieser Saison. Und wie immer haben wir tolle Gäste. Diesmal haben wir Paul Nebel, unser Mittelfeldspieler, und unseren Torjäger Fabian Schleusener. Hallo Jungs. Hi. Hi. Fangen wir direkt an, gehen wir direkt mit dem Negativ, so haben wir ja selten, aber diesmal müssen wir ein bisschen reden. Sehr gute Vorbereitung gespielt, tolles Spiel abgeliefert, Liverpool, alles was dazugehört. Sehr guter Start in die Liga. Ich habe gedacht, Osnabrück, ganz schweres Spiel, wir gewinnen. Punkt verdient gegen HSV und dann haben wir jetzt zweimal ein bisschen doof verloren, oder? Kann man das so sehen, Paul? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns das natürlich in den letzten beiden Spielen auch anders vorgestellt. Wollten natürlich auch im Pokal weiterkommen, wollten auch jetzt in Wiesbaden dann eine Reaktion zeigen. Ja, aber so ist es manchmal im Fußball, dass wir ja vor allem jetzt gegen Wiesbaden, glaube ich, auch ordentlich gespielt haben. Leider ist nichts dabei rumgekommen, aber wir machen uns jetzt nicht verrückt. Wir versuchen einfach weiter Gas zu geben im Training und dann hoffentlich, dass wir es dann auch im Spiel wieder umsetzen und ja dann auch im Heimspiel jetzt wieder erfolgreich sind. Es ist so, Fabian, wie Paul gesagt hat, ihr habt in Wiesbaden eigentlich schon wieder eine ordentliche Partie geliefert, aber manchmal ist das Matchglück nicht auf einer unserer Seite oder auf der Seite von dem, der gewinnen will und dann verliert man auch mal 1-0, ne? Ja, gerade die letzten zwei Spiele ärgern uns, glaube ich, extrem. Wir haben die richtigen Schlüsse draus gezogen, die Spiele nachbereitet, verarbeitet auch irgendwie und jetzt geht's, wie Paul gesagt hat, schon wieder ins Eingemachte aufs Heimspiel am Wochenende. Sind die Erwartungen generell gestiegen? Durch Lars Stindl, durch das, was alles passiert ist, Robin kam zurück und so, ja. Ja, natürlich denke ich schon, dass man gerade auch nach dem Liverpool-Spiel, glaube ich, dann schon gemerkt hat, dass natürlich alle einfach auch Bock hatten auf die Saison, wir natürlich auch. Und ja, da ist, glaube ich, völlig normal, dass dann auch die Erwartungen von einem selber auch einfach steigen. Und wir gehen, glaube ich, in jedes Spiel, wir wollen jedes Spiel natürlich gewinnen. Ich glaube, das steckt ja in jedem Fußballer. Aber ich glaube, wir tun auch gut daran, jetzt einfach von Spiel zu Spiel erstmal zu denken, dass wir jetzt auch erstmal uns auf Braunschweig wieder konzentrieren, um da auch einfach wieder ein gutes Spiel abzuliefern und dann auch ja, wieder hoffentlich dann 3 Punkte zu Hause behalten zu können. Fabian, ich weiß nicht, ob du es gerade mitgekriegt hast, eure Kollegen sind gekommen. Echt? Marcel Franke, ja? Kai Eisele, glaube ich, Kobi. Und Marco Tiede, bevor sie doof werden. Ja, das ist ja ein Applaus wert, oder? Genau, Applaus für die Jungs. Ja. Wenn ihr irgendwann so gut seid wie die zwei, könnt ihr auch nochmal wiederkommen. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Klasse. Spricht fürs Team, oder? Absolut. Wo gibt es da schon, wenn man irgendwo eine Sendung hat? Also ist mir nie passiert. Ne? Ihr habt das analysiert, wir haben gerade darüber gesprochen, man muss sich nicht wirklich Gedanken machen. Die Stabilität ist insgesamt da und man kann schon mit Blick auf Braunschweig sagen, es geht wieder bei Null los und wir versuchen zu gewinnen. Kann man so sagen, ne? Ja, also wir versuchen einfach jetzt ein gutes Heimspiel zu spielen. Ich glaube, da bringt es nichts, jetzt irgendwie auch zurückzudenken und sich die ganze Zeit zu denken, ja, okay, wir haben jetzt 2 Spiele verloren. Wir haben genauso gut auch ein super Heimspiel gegen den HSV abgeliefert, die, glaube ich, auch zu einer der stärksten Mannschaften in der Liga gehören. Ja. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, denke ich. Und wie du gesagt hast, wir sind eine stabile Mannschaft, haben einen guten Team-Spirit und deswegen wissen wir auch, was wir können und werden das versuchen, jetzt wieder auf den Platz zu bringen. Ist man sowas bei mir früher? Man hat 2 Spiele, 3 Spiele manchmal nicht gewonnen und so. Irgendwann wird man ruhiger, man wird fokussierter, konzentrierter. Ist das bei euch auch so als Profi, wo man wirklich sagt, man geht mehr in sich?
Ja, so wie ich gesagt habe, man macht sich natürlich seine Gedanken darüber, woran an kleinen Stellschrauben zu drehen. Ich glaube, das haben wir als Mannschaft jetzt die letzten zwei Spiele gemacht. Wollten es gegen Wiesbaden nach dem Pokal aus direkt umsetzen, das ist uns nicht gelungen. Und ich glaube, es wäre falsch, jetzt irgendwie Hals über Kopf in das Heimspiel zu rennen, sondern da muss schon ein Plan dahinter stecken. Und den erarbeiten wir uns diese Woche, um dann die drei Punkte im Wildpark zu behalten. Die zweite Liga ist unberechenbar, das muss man einfach sagen. Ne? Hertha steigt auf, große Schwierigkeiten. Schalke ebenfalls. Man kann nicht einfach sagen, es ist ein anderer Fußball wie in der ersten Liga und trotzdem kann man nicht einfach sagen, man rockt die jetzt, auch wenn man die besseren Fußballer hat. Was bei uns ja, wo wir gerade drüber gesprochen haben, das Team ist unglaublich, hält zusammen, ist, man spürt das auch in jeder Phase eines Spiels oder drumherum. Ist das schon so, dass man nur so die zweite Liga rocken kann? Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie du selbst sagst, die zweite Liga ist unglaublich ausgeglichen, in der Spitze mit Top-Clubs besetzt und das ist auf jeden Fall ein Weg, der zum Erfolg führen kann, jedes Wochenende. Paul, jetzt mal persönlich auf dich. Du hast sensationelle 29 Jugendländerspiele, 5 Tore, bist Kapitän gewesen. Das hat schon was für Deutschland überhaupt zu spielen oder in einem Jahrgang zu den Besten, zur Elite zu gehören, oder? Ja, ist natürlich immer eine Ehre auch gewesen. Ja. Und, davon hat man ja ein Stück weit auch immer geträumt, als ganz kleiner Junge. Das ist, muss man sich dann auch immer mal wieder vor die Augen halten, ja, weil man das dann auch ganz schnell vergisst, dass man das auch erreicht hat. Und es ist, wie gesagt, einfach eine große Ehre bis jetzt gewesen. Und ich hoffe, dass da noch auf jeden Fall ein paar Spiele auch dazukommen. Vor allen Dingen, das nimmt ja kein Mensch mehr. Das hast du schon mal in der Tasche. Es riecht, wenn man deine Karriere so verfolgt, bisher nach einer musterhaften Karriere aus, mit 17 Jahren ins Profidebüt, DFB-Pokal. Gegen wen war das? Das war damals gegen Havelsee. Oberliga damals, ne? Ich weiß gar nicht, ob es Oberliga oder Regionalliga war damals war. Regionalliga. Ich glaube, sie waren damals in der Regionalliga, genau. Ja, da habe ich dann... Dann machst du 4 Kurzeinsätze, insgesamt sind 14 geworden in der ersten Liga. Was kann man das als 17-Jähriger so einordnen schon? Wo man denkt, da bleibe ich cool, oder denkt man, ach, da geht es jetzt genau weiter? Ja, ich glaube, das war vor allem am Anfang, dann, wo ich dann nochmal wieder bei der Jugend gespielt habe, nach den Spielen, schwierig erstmal einzuordnen, aber ich glaube, das gehört auch dazu einfach und war auch wichtig für mich zu lernen, dass es nicht immer nur steil bergauf geht, sondern dass man auch mal sich gedulden muss und dann trotzdem weiter hart arbeiten muss. Und deswegen war das für mich persönlich dann auch eine wichtige Zeit, weil das natürlich im Fußball ist alles sehr, sehr schnell geht und das auch alles schnell passiert ist in einer kurzen Zeit. Deswegen war es eine sehr lehrreiche Zeit. Ja. Wenn man als 17-Jähriger sein Profidebüt hat, dann kommt man zu den Jungs da, die kennt man, sind teilweise Vorbilder. Da kann man nicht einfach zur Tür reinkommen und sagen, hey Jungs, hier bin ich, oder? Da muss man schon erstmal sich hinten anstellen und ist mal ein bisschen nervös, ist ganz brav, oder geht es da volle Kanne direkt ab? Ja, also klar, am Anfang ist man in der Kabine erstmal ganz, ganz ruhig, trägt natürlich die Bälle, das ist natürlich auch Pflicht, aber auf dem Platz habe ich dann schon versucht, von Anfang an mich reinzuhauen und auch zu zeigen, was ich kann und mich versucht nicht zu verstecken, und ich glaube, das kommt dann auch gut an bei den älteren Spielern, bei den Trainern, wenn man natürlich erstmal ein bisschen demütig ist und ruhig bleibt, aber auf dem Platz sich dann trotzdem reinhaut. Als ich zu Frankfurt ging, da war ich ja 28 Jahre alt, ich wurde Profi und war als erster morgens in der Kabine, und dann habe ich gedacht, wenn jetzt so ein U21-Spieler kommen würde, dann wäre das cool, dann hätte ich einen auf Augenhöhe. Aber wer kam als erster? Uli Stein. Und der Alfons de Rebel, eine Legende, Nationalspieler. Boah, das war schon dann, da stehe ich auf, gebe ihm die Hand und er sagt, ich kenne dich. Ja, sag ich, ich dich auch. Aber das war nichts zum Schmunzeln für mich. Also da war ich schon angespannt ohne Ende. War das bei dir so ähnlich?
Ja, vor allem beim ersten Tag. Also da kann ich mich schon noch dran erinnern. Es war ganz lustig, weil jetzt zum Beispiel der Daniel Prosinski, der ja auch jetzt bei uns in der Mannschaft spielt, hier in Karlsruhe, der war ja auch schon in Mainz, war damals ja, einer der wichtigsten Spieler, Topspieler in Mainz. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich dann auch Balljunge beim Spiel war noch und der Dan, also der Prosi da gespielt hatte. Und deswegen ist es ganz lustig, dass man dann mit denen dann später auch in der Kabine zusammensitzt. Und ja, mit dem Prosi ist es jetzt doch auch ein bisschen länger schon der Fall, ja. War er nett? Ja, auf jeden Fall. Also ja, kannst jetzt nichts anderes sagen, oder? Nee, wir sind, also verstehen uns sehr gut, ja. Hypothetische Frage, die ich dir auch gleich stellen, Fabian. Wäre deine Karriere ohne NLZ in der Form möglich gewesen? Schwer, oder? Ja, ich glaub schon, dass ich natürlich dadurch eine gute Ausbildung hatte. Ich glaube aber, dass es trotzdem auch wichtig war für mich, dass ich einen Schritt nach dem anderen immer gemacht habe, dass ich nicht direkt von meinem Dorfverein dann in den NLZ gegangen bin, sondern nochmal so Zwischenschritte hatte. Und ja, das war, glaube ich, schon entscheidend. Aber ich glaube, man kann nie sagen, wie es dann am Ende gewesen wäre, wenn nicht. Also ich glaube, ich habe einfach gute Entscheidungen getroffen, wo ich dann auch immer hin wollte und habe dann auch, glaube ich, alles dafür getan. Aber es gibt ja genug Beispiele, dass man es ja auch ohne NLZ noch auch schaffen kann. Eins sitzt neben dir, ne? Ja, genau. Ein Beispiel. Wäre bei dir das möglich gewesen? Oder was hätte sich an dein Weg, sag mal, ging ja über den Straßenfußball, über die Amateurschiene, also richtig harte Arbeit mit allen Höhen und Tiefen, im Grunde genommen so ähnlich wie bei mir. Und vermisst du ein NLZ? Oder hättest du dir gewünscht, mit 8, 9 Jahren nach Freiburg ins NLZ zu kommen? Die Frage habe ich mir tatsächlich schon oft gestellt und dadurch, dass ich es nie kennengelernt habe, vermisse ich es auch nicht so, weil ich trotzdem jetzt hier sitze und bei dir das Interview führen darf. Aber es hat was, ne? Hat was. Ich glaube, dass ich natürlich eine ganz andere Seite vom Fußball auch noch kennengelernt habe. Ich habe in der Landesliga angefangen und habe eigentlich jede Liga mitgenommen bis zur zweiten Bundesliga jetzt. Das ist auch eine Erfahrung, die mir keiner mehr nimmt. Und ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich früh in ein Nachwuchsleistungszentrum gekommen wäre. Vielleicht wäre es auch gut verlaufen, vielleicht gar nicht. Von dem her will ich es nicht missen wollen, wie es jetzt so gelaufen ist. Persönlich gesehen musst du ja viel mehr Höhen und Tiefen erleiden, sage ich schon mal. Du hast ein Abitur gemacht, du auch, Paul, ne? Genau. Aber du hast das FSJ in einer Tumorklinik gemacht. Kopfklinik oder generell Tumor? Generell. Generell. Ja. Das ist natürlich auch prägend, oder? Absolut. Ich glaube, mir ging es wie vielen nach dem Abi, dass ich nicht genau wusste, was machst du jetzt? Genau. Und habe diese Stelle gefunden und das hat super gepasst und ich habe für mich persönlich, fürs Leben wahnsinnig viel gelernt, wahnsinnig viel mitgenommen. Von dem her, wie gesagt, würde ich es nicht missen wollen und würde es immer wieder so machen. Dann macht es dir auch nichts aus. Ich war zum Beispiel jetzt bei Dr. Uwe Spetzger in der Gehirnchirurgie, bei einer Chirurgie dabei, bei einer Operation. Ich war überrascht, wie wenig Blut fließt im Kopf und dass es eigentlich nicht so ist, dass man Angst davor haben muss. Hast du sowas auch schon gesehen? Nee, gesehen noch nicht. Ja. Aber generell ist es so, dass ich kein Problem damit habe, diese Dinge zu sehen. Ja. Dann hast du das VWL-Studium abgebrochen. Das ist wirklich keine Schande, weil du siehst ja, heute kann man in der Politik damit landen, oder? Stimmt. Deswegen kriegen wir dich schon unter. Wo siehst du den Vor- und Nachteil deines Weges? Kann man das an Persönlichkeitsbildung, autodidaktisches Lernen, wo denkst du es? Ja, grundlegend muss man sagen, dass ich, als ich dann wirklich zu Freiburg 2 gewechselt bin, mir sich diese Grundsatzfrage gestellt hatte, ob ich es jetzt wirklich ganz angehe. Und damit verbunden war dann auch der Abbruch des Studiums, weil ich gesagt habe, entweder, also die Chance wird nicht nochmal kommen ich war damals 22, glaube ich, und entweder ich mache das ganz oder gar nicht. Und ich bin unglaublich froh darüber, dass ich es ganz gemacht habe, weil all das mich irgendwo auch gelehrt hat.
ich musste dann natürlich in kurzer Zeit wahnsinnig viel aufsorgen, weil ich taktisch natürlich als Beispiel nicht so gut ausgebildet war wie Nachwuchsleistungszentrumsspieler. Von dem her, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der da wichtig ist. Was vielleicht ein Nachteil ist, dass mir die Zeit irgendwo aber auch fehlt, die andere Spieler vielleicht schon früher im Profibereich hatten. Die habe ich nicht und wiederum kann es ein Vorteil sein, dass ich sie jetzt hinten dranhängen kann, wer weiß. Ja, oder Versuch und Irrtum, sage ich in dem Fall ganz gern. Du musst viel versuchen und irrst dich auch sehr oft. Und also musst du wieder quasi einen Schritt zurück, du musst wieder anders anfangen. Das prägt natürlich auch. Das ist natürlich vielleicht in Krisenzeiten ein Vorteil, weil man weiß, man muss dran arbeiten, dann komme ich wieder. Das denke ich mal. Ne? Ja. Genau. Paul, persönliche Attribute, ganz klar Ehrgeiz und Wille, wird ja überall bestätigt. Aber vor allen Dingen im technischen Bereich, im fußballerischen Bereich, Flexibilität. Du hast Rechtsverteidiger. Bist du gestartet, dann links außen, rechts außen und Zentrum hast du sehr, sehr gut gespielt. Ist das, oder andersrum, Felix Magath sagt, gute Spieler brauchen keine Taktik. Schlechte Spieler brauchen Taktik, damit sie sich irgendwo festhalten können. Kannst du dem da ein bisschen Recht geben? Ja, also erstmal bin ich, wie du schon angesprochen hast, ziemlich flexibel, was Positionen angeht. Und ich glaube, das kann nur ein Vorteil sein, weil ein Trainer dann natürlich mehrere Optionen hat. Und auch du dann persönlich dann auch für dich mehrere Optionen hast und deine Chance höher ist, dass man spielt. Und deswegen bin ich da natürlich sehr, sehr froh drüber. Ja. Man sieht das ja bei Fabian oder bei mir, wir können Mittelstürmer Sturm spielen und dann sind wir begrenzt. Also ich habe mal in der zweiten Liga Vorstopper Innenverteidiger gespielt, das ging ein paar Spiele gut, dann war es nicht mehr gut. Aber wie bei dir jetzt, diese Vielfalt dieser Optionen gibt auch einem ein gutes Gefühl, wenn man sie gerne spielt und du spielst sie gerne. Ne? Es ist dir nicht wichtig, jetzt die 10 sagen mal, zu spielen, sondern du spielst rechts jetzt genauso wohl. Ja, also ich bin da echt ziemlich flexibel. Also ich spiele natürlich auch gerne auf der 10, aber ich habe auch in der Jugend immer außen gespielt, zum Beispiel bei Mainz 05 in der Jugend. Habe jetzt auch mal hier beim KSC 8er gespielt. Und muss sagen, dass ich da jetzt nicht irgendwie sage, da tue ich mir schwer mit. Natürlich muss man immer erst in die Abläufe reinkommen, weil das halt natürlich dann nochmal gegen den Ball, aber auch mit dem Ball dann nochmal was anderes ist, genau, wie auf der 10. Aber ansonsten habe ich damit kein Problem. Im Trainerkongress in Freiburg habe ich erstmal unsere A-Jung gesehen für die letzte Saison. Oder nicht, habe ich sie gesehen und das erste Mal Erin Öztürk gesehen. Erin ist ja jetzt auch nicht so groß. War das nicht so groß ein Stigma in deiner Fußballkarriere? Oder hat da nie einer gesagt, oh, der ist zu klein? Weil ich habe gesagt, boah, der Junge ist klasse. Und dann haben 5 Mann um mich herum gesagt, zu klein. Aber bin ich sauer geworden, weil ich liebe kleine Spieler, weil die tieferen Schwerpunkt haben, besseres Raum- und Zeitgefühl haben. Ja, ich glaube, dass das auch so ein bisschen vielleicht der Grund ist, warum du hast ja auch den Ehrgeiz angesprochen, was mich, glaube ich, immer so ein bisschen angetrieben hat, weil das habe ich natürlich auch oft gehört, vor allem noch in dem jüngeren Alter von mir, wo ich dann auch noch sehr, sehr schmächtig war. Und das hat mich schon so ein bisschen angetrieben, es den Leuten auch dann, glaube ich, so ein bisschen zu zeigen. Und ich persönlich, habe da gar keine Probleme. Also ich glaube, ich habe halt andere Stärken und musste halt lernen, wie ich mich halt anderweitig durchsetze. Und das versuche ich ja bis heute einfach durchzuziehen und dann mein Bestes zu geben. Fabian, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, dass es viele Höhen und Tiefen gab, die so klassisch sind für einen Junge, der es von der Straße lernt in der modernen Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Aber wenn man sieht, du hast in vielen Phasen sehr, sehr gut gespielt. Ne? Du gehst zum FSV Frankfurt, 18 Spiele, 8 Tore, richtig gut gespielt. Kreuzbandriss. Warst du nach 6 Monaten schon wieder fit, ne? Knapp unter 6 Monaten tatsächlich. Ja, cool. Das ist also wirklich eine ganz, ganz große Leistung. Schade, dass man den Leuten, den Menschen drumherum nicht erklären kann, was dazu gehört, nach 6 Monaten mit einem Kreuzbandriss wieder Fußball zu spielen. Dann gehst du zum KSC. Die wussten von dem Dilemma, du gehst trotzdem hin oder der KSC holt dich trotzdem. Und spielst eine sensationelle Saison, 17 Tore,
Relegation, auch ein Tor geschossen, knapp gescheitert, vielleicht sogar ein bisschen verdient. Ja, und dann ging es wieder los. Sandhausen gut gestartet. Warum bist du eigentlich weggegangen? Ich habe damals immer noch Freiburg gehört. Ja, und okay. Für mich war dieser Weg, das Verleihen, also verliehen zu werden, noch nicht vorbei, weil ich für mich hatte noch nicht wirklich zweite Liga gespielt davor, außer die paar Einsätze bei Freiburg. Und für mich war wichtig, einfach da auch noch Fuß zu fassen. Und da kam dann diese Möglichkeit auf und deswegen wollte ich es unbedingt machen. Schienbeinbruch, wieder eine schwere Verletzung. Wie lange warst du da weg? 3 Monate? Nee, tatsächlich fast 8 Monate. 8 Monate? Ja, mit dem Schienbeinbruch dann noch weiter gewechselt sozusagen. Ja, genau. Und was dich natürlich in Nürnberg war, schwer reinzukommen. Du hast zwar 46 Spiele gehabt, aber nur ein Treffer. Legendärer Treffer, muss man einfach zu sagen. Manchmal reicht auch eine Aktion, um legendär zu werden, oder? In Nürnberg auf jeden Fall. Ja. Ich habe ein Spiel gebraucht. Ja, das stimmt. Genau. Aber in Nürnberg wirst du jetzt für immer und ewig irgendwo hängen. Ja, wenn ich es mir vorher aus hätte suchen können, dann wären es doch ein paar Tore mehr gewesen. Ja, genau. Ich glaube, wenn man jetzt den Nürnberger fragt, dann sind sie sehr zufrieden mit dem Tor. Stimmt. Vor allen Dingen, wenn man das mal sieht, es hat Existenzen gerettet und es ist, was dahinter steckt, das spürt man erst danach, ne? Oder wenn man im Bus sitzt und da geht es mehr, das ist mehr wie Sport. Ja, ne? Da ging es wirklich um mehr. Weil die Putzfrau kann gehalten werden oder was weiß ich, der Verwaltungsangestellte, genau. Habt ihr Rituale? Ja. Fang ruhig an. Ja, du hast auch welche. Früher ganz, ganz viele, weil ich immer gedacht habe, das hilft. Das schützt mich vor Verletzungen. Und dann kamen die Verletzungen, die du aufgezählt hast. Und dann habe ich gedacht, komm, so viele brauchst du doch gar nicht mehr Rituale. Und geblieben sind 2, 3 kleine Rituale. Ich gehe immer mit dem rechten Fuß zuerst auf den Platz. Okay. Als Beispiel. Ja. Ich persönlich hab auch so ein paar kleine, zum Beispiel, dass ich vor jedem Spiel meine Schuhe in heißes Wasser lege. Das habe ich irgendwann mal angefangen. Und er macht das bis heute, ja. Mit wem würdest du am liebsten mal spielen? Ich glaube, ich hätte ganz gern mal mit Mesut Özil irgendwann zusammengespielt, aber das wird, glaube ich, leider nichts mehr. Wird eng, ja. Ja, aber natürlich sonst mit den ganz, ganz Großen wäre natürlich auch cool gewesen, Cristiano Ronaldo oder Messi. Ja. Aber ja, schauen wir mal. Während du? Ich muss schmunzeln. Ich hätte eigentlich erwartet, dass er Cristiano Ronaldo sagt, aber das ist ja schön umgangen. Nee, ich weiß es nicht gesagt. Also so viele tolle Spieler, sich das da stimmt. Einen rauszupicken, das wäre so schade. Marco Tiede? Ja, mit dem Spiel ja schon. Marco Tiede, ja, das stimmt. Win-win. Ja, genau. Wunderbar, das war es gewesen. Und wie gesagt, wir hätten wie immer weiterreden können. Ich bedanke mich für diese schöne halbe Stunde und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles, alles Gute, euer Euro-Eddy. Dankeschön. Okay.